körperliches Wohlergehen, danach strebt ein jeder. Es ist ein altes Spiel, früher hieß es Schwarzer Peter. Wer weiß schon, welche Präparate noch zum Endsieg fehlen. Eins ist aber sicher, man muss sich höllisch quälen. Auch geistige Gesundheit ist ein hohes Gut, was man nicht alles unterlässt oder gerade tut. Sieh dir Reiz zu erlangen, das grenzt wiederum an den absoluten Wahnsinn. Ja, eben drum. Ein sinnerfülltes Leben ist ein hehres Ziel, doch der Weg dahin ist steinig und verlangt gar viel von dem, der sich auf ihn macht. Ab denn immerhin muss man vieles opfern und vorneweg den Sinn. Menschliche Errungenschaften will der Mensch für sich, weil er hat's ja verdient und die anderen eher nicht. Also erhebt der Anspruch umfassend jetzt und hier, agiert dabei vorübergehend schlimmer als ein Tier.